Er hat mit seinem Bruder ist er als James Brothers unterwegs. Er hat die Band Tappisch 2012 ins Leben gerufen. Eine Band, die die Idee hat, als sie gegründet wurde im Jahr 2012 in Teheran solche Musik aufführen zu können. Versuchen Sie das mal heute, wenn Sie es überleben, sind Sie gut. Er hat darüber hinaus aber auch, weil ihm das auch nicht gereicht hat, auch sein neues Buch geschrieben. Und das will er heute auch hier vorstellen. Bevor ich jetzt viel über seinen Lebenslauf, über sein Wirken erzähle, das überlasse ich ihm dann, glaube ich, lieber selbst. Das kann er am besten. Meine Damen und Herren, Omid Bouyousefi. Hoffnung gewinnt. Und zwar ist es ja so, wir haben im Jahre 2006 die Band Tappisch 2012 gegründet und hatten auch das Glück, dass wir den Kreolepreis für Weltmusik aus NRW gewonnen haben und dann gut 2-3 Jahre bis 2009, bis zu den Unruhen oder Grünen Revolution im Iran, dann gut unterwegs waren. Und danach hab ich mich entschieden, dass ich weniger Musik mache und mich um das Buch kümmere. Worum geht es in diesem Buch? Ich lese einfach mal ein bisschen mal vor. In meinem romantischer Biografie Hoffnung gewinnt geht es um ein uraltes Land, das zum Symbol des politischen Islamismus geworden ist. Es geht um den Iran, ein Land mit rund 74 Millionen Einwohnern und einer Fläche fast 6-mal so groß wie Deutschland. Ein sehr reiches Land, unter dessen Boden viel Erdöl und noch mehr Erdgas begraben sind. Wie dieses traditionsreiche Land dorthin gelangen konnte, wo es jetzt mit seinen bedrohlichen Ultra-Islamisten steht, wird in dieser Geschichte aufgezeigt. 1979, als ich 7 Jahre alt war. Revolution im Iran und der Revolutionsführer Khomeini gründet einen islamischen Gottesstaat. Ab diesem Zeitpunkt erlebe ich und meine Familie eine dunkle Zeit voller Unterdrückung, Krieg und Hinrichtungen. 1986, als ich mit 13 Jahren an die Front gehen und gegen Saddam Hussein kämpfen will, flüchtet schließlich meine Familie nach Deutschland. An dieser Stelle möchte ich meinen Vater begrüßen, der ist 84 und hat es heute schwer gehabt, hierher zu kommen. Der sitzt dahinter. Hier habe ich mich stark gewandelt in Deutschland. Ich habe Abitur gemacht, wurde zum Musiker und Produzenten und flog als Jetsetter und Party-DJ unbekümmert um die Welt. Aber die Anschläge des 11. September stimmten mich nachdenklich. Ich musste etwas tun. Ich besuchte 3-mal den Iran, analysierte das Regime und seine Mechanismen und startete über das Internet ein zielgerichtetes Projekt für die Menschenrechte. Gerechtigkeit und Demokratie im Iran. Ich nannte es, oder wir nannten es, Tappisch 2012, was man auch Pulsschlag 2012 nennen kann. Mein Ziel, ich möchte immer noch und hoffe, dass wir im Jahre 2012 im Iran ein Konzert geben. Das ist keine Prophezeiung, wie oft mich die Presse fragt, oder keine Verschwörung. Es ist einfach der Wunsch eines Menschen, der hier in Deutschland die Demokratie gelebt hat und das auch für sein Land wünscht. Das Buch beinhaltet, wie gesagt, die Biografie. Die erste Auflage ist glücklicherweise ausverkauft und die Menschen, die es gelesen haben, schreiben mir oft, viele sagen, wir haben geweint, aber auch gelacht. Und ich werde jetzt mal nur eine kurze Stelle aus dem Anfang des Buches lesen. Also das Buch fängt mit einer grausamen Szene an, die ich mit meinem Bruder Amin erlebt habe. Ich war 9, der war 6 und
wir wussten es nicht und wir haben gesehen, dass zwei Menschen im Iran, zwei junge Menschen, aufgehängt wurden. Und leider gehört es immer noch zu der Realität im Iran, dass Menschen öffentlich aufgehängt werden. Und das trägt sich durch das ganze Buch, diese Szene. Wir lassen unsere Fahrräder ausrollen und schauen dabei an die Stelle, zu der alle Köpfe gehoben sind. Ich bremse, springe vom Sattel und renne noch ein Stück, bevor ich langsamer werde und schließlich stehen bleibe. Genau wie Armin, der neben mir ist und dem in diesem Moment wohl dasselbe klar wird wie mir. Es sind keine Strohpuppen, es sind Menschen. Wir gehen weiter, bis wir ganz sicher sein müssen, dass es sich wirklich um echte Menschen handelt, nicht um einen Scherz. Die Gesichter sind deutlich zu erkennen, auch wenn die Züge darauf irgendwie verzerrt und fremd aussehen. Nicht mehr menschlich. Man sieht im kühlen Morgenwind, dass die Haut noch dampft. Die Sandalen, flüstere ich, den Blick fixiert auf die Füße der beiden Männer. Da sind vier Füße, nur an zweien befinden sich noch Sandalen. Die anderen beiden Füße sind nackt. Die Schuhe müssen irgendwo hier sein, denke ich sofort und lass den Blick über den Boden huschen. Wieso haben sie ihre Schuhe überhaupt verloren? Sie fallen ja nicht einfach vom Fuß. Vielleicht haben sie gekämpft. Sicher haben sie gekämpft, sich gewehrt, ihr Leben verteidigt und es verloren, so wie ihre Sandalen. Ich suche nach Blut am Boden, obwohl die Leichen selbst nicht bluten. Aber da muss doch Blut sein. Ich finde jedoch keins. Und einen Moment später habe ich schon wieder vergessen, dass ich nach Blut Ausschau halte. Oder nach Sandalen. Ich frage mich wie jeder hier, glaube ich, warum? Wann ist das passiert? Die dampfende Haut wirkt in diesem frühen, kühlen Morgenluft so gespenstisch, als wäre da noch ein letztes bisschen Leben. Es kann noch nicht lange her sein. Vielleicht vor einer Stunde? Vor zwei? Wer hat denn das getan? Wieso hat es niemand bemerkt? Haben sie nicht geschrien? Oder falls doch, wieso hat sie niemand gehört? War niemand da, der hätte helfen können? Wieso haben sie ihre Sandalen verloren? Wo ist das Blut? Ich starre auf die nackten Füße, bis ich aus dem Augenwinkel endlich die verlorenen Schuhe sehe. Sie liegen einfach ein paar Meter weiter auf dem Boden. Es sieht traurig aus. Ich traue mich nicht, den Leichen noch einmal ins Gesicht zu sehen. Nur ganz kurz, gerade so lang, dass ich die Augen nicht sehen muss.